Sinan, in der zweiten Minute der Nachspielzeit gelingt dir das 1:1. Ja, habt ihr heute einen Punkt verdient? Schwierig zu sagen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass Homburg schon die klareren Torchancen hatte und einige auch, um vielleicht vorher 2:0 in Führung zu gehen. Wir haben aber über 90 Minuten mal versucht, dran zu bleiben und haben alles gegeben. Am Ende muss man sagen, ist ein glücklicher Punkt, aber den nehmen wir natürlich so mit. Sagt, ihr habt alles gegeben von oben. Ja, schien es so, dass aber die Gegenwehr irgendwie doch in der Kabine geblieben ist heute. Das ist Quatsch. Wir spielen gegen Homburg. Ich meine, Homburg hat jetzt 86 Punkte geholt. Die sind fast durch die Liga spaziert und spielen jeden Gegner an die Wand. Das mag so sein, dass so von oben aussieht, aber dann haben die Leute keine Ahnung. Wir haben alles gegeben und unsere Mannschaft gibt nicht viel mehr her. Das ist einfach Fakt. Und dafür haben wir aber mit dem Punkt können wir sehr gut leben. Trainer hat taktisch ziemlich früh umgestellt. Ihr seid, glaube ich, mit einer Dreier- bzw. Fünferkette im Spiel. Hat dann Lukas Jakob ins Mittelfeld gezogen. Ja. Hat die Maßnahme aus deiner Sicht gefruchtet? Ja, ich muss sagen, zum Ende der ersten Halbzeit kam es schon ein bisschen besser ins Spiel. Wir haben erwartet, dass Homburg mit zwei Stürmern spielt. Das haben sie nicht gemacht und dementsprechend haben wir umgestellt. Und manchmal dauert so eine Umstellung ein paar Minuten, bis es greift. Und ich finde, zum Ende der Halbzeit wurde es schon besser. Ja, hat die Partie jetzt heute nochmal gegen das absolute Überfliegerteam auch gezeigt, ja, woran der Club arbeiten muss, wenn er nächstes Jahr mit um den Aufstieg spielen will. Ganz klar, die Mannschaft braucht Verstärkung und das nicht in 2, 3, 4 Wochen erst verpflichten. Wir müssen jetzt schon anfangen und am besten schon diese Woche, dass wir die ersten Leute ansprechen, weil die guten Spieler, die werden nicht lange warten. Die werden dann frühzeitig woanders unterschreiben und wir dürfen nicht in eine Situation geraten, wo wir dann gezwungen sind, irgendwelche Spieler unter Vertrag zu nehmen und hoffen, dass sie dann einschlagen. Wir haben jetzt viele Spieler in der Oberliga gesehen, die das Potenzial haben, auch für Eintracht Trier zu spielen. Die müssen wir frühzeitig ansprechen und am besten auch unter Vertrag nehmen, weil ich glaube, Eintracht Trier zieht noch als Name und wir haben auch Ambitionen. Und dementsprechend erwarte ich und auch überhaupt alle in der Mannschaft, dass wir eine schlagkräftige Truppe beisammen bekommen, damit wir nächste Saison wirklich angreifen können. Weil einfach wird es nicht. Man sieht, dass Homburg sehr viel Geld in die Hand genommen hat. Und wir müssen vielleicht nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen, aber dafür müssen wir die anderen Dinge besser machen. Besser scouten, besser frühzeitig mit Leuten reden. Und ja, das ist, wird nicht einfach sein, aber das so müssen, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das so machen.